So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Was für eine Aussage, liebe Schwestern und Brüder, mit der dieses Kapitel beginnt. Wo befinden wir uns? Nun, im Römerbrief baut Paulus ganz kunstvoll seine Argumentation auf, indem er zunächst das Evangelium der ihm unbekannten römischen Gemeinde vorstellt. Das Evangelium Gottes von Jesus Christus als Kraft von Gott zum Heil für jeden im Glauben. Und in den ersten Kapiteln 1,18 bis 3,20 begründet er die Notwendigkeit des Evangeliums. Warum ist es notwendig, dass Gott neu in Jesus Christus seine Gerechtigkeit offenbart? Nun, weil wir Menschen, ob aus den Heidenvölkern oder aus Israel, unsere Bestimmung der Geschöpfe nicht wahrgenommen haben. Wir haben Gott nicht geehrt, wir haben ihm nicht gedankt. Wir sind nicht von uns aus gerecht, richtig vor Gott, sondern allesamt angewiesen auf Gnade und Vergebung. Das war aus der Perspektive Israels für die Heidenvölker selbstverständlich. Aber Paulus als ein engagiert pharisäisch lebender Jude musste es auf sich erst beziehen, als er Christus vor Damaskus erkannte. Auch ich kann von mir aus alleine nicht bestehen vor Gottes Heiligkeit und Herrlichkeit. Und dann hat er im zweiten Hauptteil entfaltet 3,21 bis 4,25, Gottes Offenbarung seiner Gerechtigkeit in Jesus Christus. Dass nämlich Gott selbst gerecht ist, dass er treu ist, dass er loyal ist, dass er bündnisorientiert ist und zusätzlich den gerecht macht, der nicht von sich aus treu ist, uns Menschen. Also Gottes Gerechtigkeit, so sagt Paulus, ist eine doppelte. Er ist treu und er tritt noch ein für die Untreue der Bündnispartner der Menschen. Gottes Gerechtigkeit bedeutet also, dass wir geschenkweise, dass wir umsonst, dass wir aus Gnade gerecht gesprochen werden. Aber ein gerechter Richter kann natürlich ja einen Übeltäter, einen Verurteilten nicht einfach gerecht sprechen, wenn er es nicht ist. Gott spricht uns gerecht, indem er uns begnadigt. Die Rechtfertigung im Glauben bedeutet Begnadigung des als schuldig Erwiesenen. In diesem Teil des Römerbriefes hat Paulus also entfaltet, was es bedeutet, gerecht zu werden, allein im Glauben. Aber er hatte schon am Anfang mit einem Zitat aus dem Prophet Habakuk angedeutet, er möchte noch mehr entfalten als nur die Frage, wie werde ich gerecht, wie werde ich Christ, wie komme ich zur Vergebung. Er zitiert nämlich den Propheten Habakuk 2,4, der aus Glauben Gerechte, er wird leben. Und nun wendet er sich in den Kapiteln 5 bis 8 dieser Verheißung zu, der aus Glauben, aus Gnaden geschenkweise Gerechtfertigte, er wird leben. Wie sieht das Leben der Christen aus? Und das entfaltet er ab Kapitel 5 und Kapitel 8 ist wiederum der Gipfel auf dem Gipfel, weil er hier nun zusammenfasst, was macht unser Leben als Christen eigentlich aus? Hätten wir heute Morgen eine Umfrage gemacht, was macht uns zu Christen? Was ist grundlegend für unser Christsein? Wir wären auf einen bunten Strauß von Antworten gekommen. Aber hätte einer von uns Römer 8, Vers 1 zitiert, es gibt keinerlei Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Keine Verurteilung, keine Verdammnis für uns, die wir in Christus sind. Kann man das sagen? Ist dir das eingefallen, als du heute Morgen in den Spiegel geguckt hast? Keine Verdammnis, keine Verurteilung?
Wenn wir an unsere letzte Woche denken, die letzten Monate, die erste Hälfte des Jahres ist ja schon wieder vorbeigeflogen. Endergebnis, Summe unterm Strich, keine Verdammnis. Na, ich glaube, so weltfremd und so arrogant ist niemand von uns, dass er in den Spiegel schaut, sich bei der stillen Zeit den Puls fühlt und sagt, doch, es gibt keinerlei Verurteilenswertes, alles super, alles okay, alles perfekt. Der Himmel schaut mich an und sagt, der ist ein Mann, eine Frau nach dem Herzen Gottes. Nein, da fällt uns manches andere ein. Aber hier sind wir schon beim Problem. Paulus sagt nicht, es gibt für die, die Christen sind, keine Verdammnis, sondern für die, die in Christus Jesus sind. Hier liegt schon das erste Geheimnis. Wir bestimmen uns durch unser Verhalten. Wir werden von anderen beurteilt nach unserem Verhalten. So war es schon in der Schule. Je nachdem, wie wir gelernt haben und haben unsere Arbeiten geschrieben, unsere Antworten gegeben, wurden wir nach unserem Fleiß, nach unserem Verhalten benotet. Und so ist es in der Arbeit. Wir werden bezahlt nach dem, was wir tun. Die meisten werden am Ende des Monats bezahlt. Es ist ein seltsames Vorrecht von uns Beamten. Wir kriegen im Vertrauen schon am Anfang des Monats das Geld und müssen anschließend arbeiten, aber nicht, weil die das Evangelium verstanden haben. Wir würden auch ausfliegen, wenn wir da nicht arbeiten. Das heißt, in dieser Welt geht es immer nur in Folge des Verhaltens. Das, was wir haben, wie wir uns verhalten, wie wir uns erfahren, wie es uns ergeht, das ist die Grundlage unseres Selbstverständnisses, unserer Anerkennung und Wertschätzung. Ich bin, was ich tue. Ich bin, was ich leiste. Und wenn ihr meint, das ist ja nur in der Welt so, seid ehrlich, es ist auch im Posaunenchor so, es ist in der Gemeinde so, es ist im Mitarbeiterkreis so. Da, wo ich leistungsfähig bin, inspiriert, Verantwortung übernehme, zuverlässig bin, da werde ich anerkannt. Und wenn ich mal durchhänge, wenn ich eine Phase habe, in der ich schwach bin, dann merke ich schon, es geht ein bisschen zurück mit der Wertschätzung und Anerkennung. Denn nicht einmal Christen sind davon frei, sich gegenseitig und sich selbst aufgrund des Verhaltens einzuschätzen und zu beurteilen. Bei Gott geht es nicht um das, was wir tun. Denn ginge es bei Gott um das, was wir tun, erster Teil des Römerbriefes 1,18 bis 3,20, wären wir gleich bei der Fehlanzeige angekommen. Es gibt hier keinen Unterschied. Alle kommen zu kurz in ihrem Verhalten, in ihrem Tun, in ihren Werken. Niemand hat Anspruch auf die Herrlichkeit Gottes. Wir haben alle zu wenig. Und deshalb behandelt uns Gott nicht nach unserem Tun. Nicht, weil das Tun nicht wichtig wäre. Es kann nicht Grundlage unseres Lebens sein. Nein, was zählt ist, dass wir in Christus Jesus sind. Es zählt unser Sein. Was ist das denn? Fragen wir uns, weil wir über unser Sein so wenig nachdenken. Was heißt es, in Christus zu sein? Nun, es sind viele Facetten. Das in Christus bedeutet bei Paulus erstens, in Christus bedeutet aufgrund der Liebe und Lebenshingabe Jesu Christi, aufgrund seiner Stellvertretung in Kreuz und Auferstehung zu unseren Gunsten. In dieser knappen Formulierung in Christus also sagt er, aufgrund dessen, was Christus für uns getan hat, gelebt hat, gestorben ist, auferstanden ist, wir sind in Christus gerechtfertigt, in Christus gerettet. Das heißt, durch ihn sein Kreuz und seine Auferstehung. In Christus ist aber nicht nur eine Erinnerung an Karfreitag und Ostern, sondern in Christus ist tatsächlich fast räumlich zu verstehen. Besser noch im Sinne einer Kraftsphäre, eines Herrschaftsbereiches. Wir sind nämlich, als wir zum Glauben kamen, in die Herrschaft Jesu Christi übergegangen. Und als die ersten Christen getauft haben, haben sie die Taufe verstanden als eine Übereignung.
Wir wurden, so sagt das Neue Testament, auf den Vater, auf den Sohn, auf den Heiligen Geist getauft. Das heißt, wir wurden ihnen übereignet. In Christus sein bedeutet in seinem Herrschaftsbereich sein. Da, wo er herrscht und kein anderer. Wer in Christus ist, der ist nicht im Einfluss- und Machtbereich von Sünde, Tod und Teufel. Es ist gut, zu Christus zu fliehen, sich ihm zu übergeben, seiner Herrschaft zu unterstellen, auf ihn getauft zu sein und zu wissen, er ist mein Herr und wer an mich will, der muss sich mit meinem Herrn auseinandersetzen. Paulus kann es in Römer 5 und 6 so schön deutlich machen. Die Sünde und der Tod, sie haben auch Macht. Und wenn ich nicht bei Gott bin, dann haben sie Macht über mich. Die Sünde wird beschrieben wie eine Sklavenhalterin. Ich kann gar nicht tun, was ich will. Ich muss das tun, was sie mir vorflüstert, so wie die Schlange schon Adam und Eva im Paradies. Es ist ein Gesetz, eine Gesetzmäßigkeit, eine Geforderung der Sünde und des Todes, sodass Paulus hier in Römer 8 vom Gesetz der Sünde und des Todes reden kann. Aber wenn ich jetzt Christus gehöre, wenn ich in Christus bin, ist er mein Herr. Und so wie ein Sklave, der freigekauft wurde in der Antike und einem neuen Herrn gehört, frei ist von der alten Herrschaft, obwohl der alte Herr noch lebt und obwohl der Sklave sich sehr wohl noch erinnert, aber er gehört einem neuen Herrn und in seinem Herrschaftsbereich ist der alte machtlos. Viele Christen haben noch gar nicht gemerkt, dass sie frei sind von der Sünde, weil sie nämlich meinen, frei sein von der Sünde bedeutet, ich muss mit meinem alten Sklavenhalter, mit meinen alten Ängsten, mit meinen Bindungen, mit meinen alten Zwängen selbst kämpfen. Sie krempeln sich ihre Ärmel hoch und sagen, ich muss die Sünde besiegen. Aber wenn in der Antike ein Sklave die Ärmel hochkrempelt und fängt den Krach mit seinem Chef an, dann hat er schlechte Karten, denn der Chef ist gut ausgestattet und bewaffnet und seine Bodyguards werden dem aufmüpfigen Sklaven schnell zeigen, wo er hingehört. Dass wir als Christen von der Freiheit, von der Sünde noch so wenig wissen, liegt darin, dass wir nicht verstanden haben, was es in Christus sein bedeutet. Wir leben aufgrund seiner Stellvertretung, seines Kreuzes, seiner Auferstehung und wir leben in seinem Herrschaftsbereich. Und ich muss nur in seinen Herrschaftsbereich fliehen und dann müssen die Pferde der Feinde schon zurückscheuen und mit ihren Hufen eine lange Bremsspur machen, denn da dürfen sie nicht reinkommen. Das wäre so, als wenn der Feind in eine fremde Stadt eindringt zu einem fremden König und dann hätte er schlechte Karten. Ihr kennt das noch, wenn ihr Burgen besichtigt, was dann alles den Feinden von oben auf den Kopf geschüttet wird. Nicht? Das heißt also, im Bereich eines anderen Königs hat der andere keine Chance. In Christus sein bedeutet also in seiner Herrschaft sein. Und ein drittes, und das ist das Schönste. In Christus sein bedeutet in der Beziehung sein, im Verhältnis sein, in der Gemeinschaft mit Christus, im Wir mit Christus. Das erste war aufgrund seiner Stellvertretung, seiner Lebenshingabe. Das zweite in seinem Herrschaftsbereich. Und nun die Krönung im Wir mit Christus. In der Gemeinschaft mit Christus. Was ist das neue Sein der Kinder Gottes? Dass sie nicht mehr in sich sind als eine Hälfte, sondern dass sie ganz in Christus sind, in Beziehung mit Christus. Das Subjekt unseres Christseins sind nicht wir an sich. Das Neue am Christsein ist nicht meine Veränderung. Das Neue an Christsein ist, dass ich in Christus bin. Sagt es nicht Paulus auch in 2. Korinther 5, Vers 17 so? Ist jemand in Christus aufgrund seiner Stellvertretung im Herrschaftsbereich Christi, im Wir mit Christus, in der untrennbaren Beziehung mit Christus, die beiden sind ganz eins im Wir, dann ist er eine neue Schöpfung. Er ist bereits neu geschaffen. Dass wir Römer 8, Vers 1 auf uns nicht beziehen können, das liegt daran, dass wir unser Christsein immer an uns festmachen. An unserem Verhalten, an unseren Gefühlen, an unserem
tun, an unseren Werken und dass wir meinen, ich bin so sehr Christ, wie ich es lebe. Das ist am falschen Ende angefangen. Wir sind so sehr Christ, wie wir in Christus sind. Und das ist ein grundlegendes Sein, das wir haben. Was bedeutet es ihm, wir mit Christus zu sein? Nun, er entfaltet es im Folgenden des Kapitel 8, anknüpfend an dem Beispiel der Sklaverei. Genau genommen wären wir in Christus ja freigekaufte Sklaven. So hat es in Kapitel 6 auch bezeichnet. Früher Sklaven der Sünde, jetzt gehören wir de jure rechtmäßig Christus und er wäre unser neuer Herr. Im Sinne, wir sind Sklaven, er ist Herr. Aber Paulus sagt, das Bild ist richtig in Hinsicht auf die Freiheit von der Sünde. Aber es ist unterbestimmt für unser neues Sein in Christus. Denn Christus hat sich nicht damit begnügt, uns frei zu kaufen, dass wir ihm gehören, sondern wir sind jetzt durch Gottes Liebe angenommen an Kindesstatt. Wir hören von der Sohnschaft, von der Kindschaft im ganzen Kapitel des Römer 8. Und der griechische Begriff bedeutet sowohl Kindschaft, Sohnschaft, wie aber genauer genommen eigentlich Adoption. Das bedeutet also, Gott hat gesagt, freigekauft, erlöst seid ihr wie Sklaven als Sklaven. De jure gehören wir Gott. Aber Gott wollte uns keinen sklavischen Geist geben. Er hat uns den Geist der Kindschaft, der Adoption gegeben. Und so sind wir wie erlöste Kinder, die jetzt adoptiert werden als Töchter und Söhne Gottes. Und wir sind, was Christus angeht, die kleinen Schwestern und die kleinen Brüder Jesu Christi. Gottes Erben und Miterben Christi. Ich weiß nicht, ob es unter uns noch Menschen gibt, die gerne solche farbigen Blätter angucken, wo von Adeligen berichtet wird. Es kommt ja so ein wenig aus der Mode. Aber wenn so ein adrettes Paar in irgendeinem aus der EU austretenden Land heiratet, dann hat man so den Eindruck, es wird nochmal auf Mittelalter zurückgestellt. Denn man ist doch tief gerührt, weil man da zwei junge Leute sieht, die einerseits natürlich traumhaft aussehen, eine traumhafte Hochzeit haben und denen es so richtig gut geht. Warum? Nun, die haben ein Sein. Die sind adlig und ihre Wertigkeit müssen sie nicht durch Hausaufgaben erst erarbeiten wie wir, sondern die sind ebenso geboren. Es ist etwas sehr Entlastendes. Wir kennen ja den Spruch, Adel verpflichtet. Aber eigentlich muss man anders anfangen und sagen, Adel entpflichtet. Denn wenn ich weiß, dass ich eine Prinzessin bin, ein Prinz, dann muss ich nicht immer bei Null anfangen und dann in Straßenkämpfen mit anderen kleinen Jungen beweisen, dass ich nicht der Schwächste bin. Ich habe ja einen Adel, der mir gegeben ist. Es ist die Beziehung, die ich habe. Es ist das Sein, das ich habe. Was wäre in unserem Alltag nicht alles anders? Würden wir es lernen, uns auf unser Sein und die uns tragende Beziehung zu konzentrieren? Wir würden doch überhaupt nicht mehr wahrnehmen, wenn einer uns beleidigt. Wir würden doch überhaupt nicht mehr auf die Idee kommen, mit irgendjemandem zu rivalisieren, der ein bisschen besser ist, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt. Wir sind doch Prinzessinnen und Prinzen. Wir haben ein Sein, das uns geschenkt ist und das uns keiner nimmt. Wir sind Töchter und Söhne Gottes. Und was kümmert es dich, wenn dein Gemeindeleiter, wenn deine Nachbarin, wenn dein Chef dich nicht richtig wahrnimmt und ernst nimmt? Dann gehst du einfach zu dem König der Könige, zu dem Herrn aller Herren und mit dem hältst du stille Zeit und hast eine Privataudienz bei deinem Gott. Was kümmern dich noch die Streitigkeiten im Alltag, wenn uns bewusst ist, wem wir da begegnen? Ich genieße es ja immer wieder in der Langensteinbacher Höhe, dass ihr den Wald direkt hinter dem Grundstück habt. Da könnt ihr anschließend nach dem Gottesdienst in den Wald gehen, zu dem König aller Könige, und ihr könnt was feiern. Das ist mein Sein. Hier bin ich, der ich bin. Das kann mir keiner mehr nehmen. Und in diese Aussage mündet ja auch Römer 8 ein. Leben wir eigentlich bewusst in diesem Wissen, dass wir Christus als großen Bruder haben? Ich gestehe, ich hatte nie einen großen Bruder. Ich hatte nur eine ältere Schwester, das war sehr lästig.
Aber wenn ich mit anderen Jungen in meinem Alter gestritten habe, dann kam irgendwann immer das vernichtende Argument: Wenn ihr nicht sofort aufhört, hol ich meinen großen Bruder. Und dann wehe euch. Ich habe immer die Freunde beneidet, die einen großen Bruder hatten, der auf Abruf bereit stand und tat seinem kleinen Bruder den Gefallen, überhaupt nur mal vorbeizukommen. Da genügte ja schon der Blick und alle verschwanden in den Büschen. Du hast Jesus Christus als deinen großen Bruder. Der hat alles für dich getan. Der hat sein Leben für dich eingesetzt. Was für ein großer Bruder. Wenn wir uns von unserem Sein her verstehen, dann haben wir plötzlich eine Lässigkeit, eine Gelassenheit, eine Würde in unserem Alltag. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Jetzt sind wir ganz verwirrt. Was denn wie? Welches Gesetz? Paulus liebt es, mit dem Gesetzesbegriff zu spielen. Das Gesetz des Mose, das war für ihn die Grundorientierung seines Seins, seines Lebens und Verhaltens, bevor er Christus in Damaskus kennenlernte, damit Gottes Liebe und bedingungslose Gnade. Er hat das Gesetz des Mose verstanden als eine Anleitung, als eine Wegbeschreibung, als einen Heilsweg zum ewigen Leben, quasi eine Gebrauchsanweisung für den Menschen. Und seine Vorstellung als Pharisäer war, dass er als Jude ja privilegiert ist, denn er ist beschnitten, er gehört zum erwählten Volk und er hat das Geschenk des Gesetzes bekommen, damit er nun selbst, er als Subjekt, Gottes Gerechtigkeit lebt und dann am Ende der Tage, wenn er vor seinem Gott tritt, alles vorweisen kann, was er getan hat und dann infolgedessen das ewige Leben bekommt. Dass Gott ihm sagt, es gibt an dir keine Verdammnis, denn du hast würdig der Gnade gelebt, die du erfahren hast. Erst als er Christus gesehen hat vor Damaskus und im Angesicht Jesu Christi wiedergespiegelt, Gottes Heiligkeit, seine Liebe und Herrlichkeit, da erst hat er kapiert, wie überheblich ist das denn, dass ich denke, ich als kleiner Mensch, ich als kleines Ich, könnte würdig werden des allmächtigen Gottes in seiner Heiligkeit und Herrlichkeit. Es ist also gar nicht Gottes Zorn, an dem wir zur Buße kommen. Es ist seine Barmherzigkeit, Gnade, Heiligkeit und Herrlichkeit. Die lässt einen Menschen verstummen. Und da hat Paulus erkannt, dass das Gesetz des Mose, in dem steht, wer alles das tut, was geschrieben steht im Buch des Gesetzes, der wird infolgedessen leben. Dass das gar kein Heilsweg war, keine Gebrauchsanweisung, sondern die Beschreibung, was Gerechtigkeit bedeutet. Aber de facto kann das Gesetz uns nur zeigen, dass wir es nicht schaffen. Gibt es einige unter euch, die Fahrrad fahren? Gibt es einige unter euch, die nicht nur Fahrrad fahren, sondern auch Motorrad fahren? Wenn man ein Motorrad bekommt, also ich hatte mal eins, erst ein Moped, dann ein Motorrad, dann liest man das, damals war ich schon Christ, aber es war fast so wie die Bibel, nicht? Also man ist ganz euphorisch, seine Gebrauchsanweisungen zu lesen. Wenn du jetzt als Fahrradfahrer die Gebrauchsanweisung eines Motorrads liest, da geht es dir wie dem Menschen unter dem Gesetz. Da steht nämlich drin, den ersten Gang können Sie souverän bis 40 ausdrehen, den zweiten können Sie bis 90 drin lassen, den dritten Gang können Sie getrost bis 180 drin lassen und ab 200 ist der fünfte Gang ganz hilfreich, um die Drehzahl zu senken. Jetzt steig mal auf dein Fahrrad und mach das. Du verhedderst dich mit der Zunge in den Speichen des Vorderrads und fliegst über den Lenker, bevor du dich umguckst. Warum? Nun, weil die Gebrauchsanweisung eines Motorrads keine Empfehlung für einen Radfahrer ist, es aus eigener Kraft zu tun. Das tun aber alle Menschen, die gesetzlich leben. Sie lesen das Gesetz und das Gesetz beschreibt, was möglich wäre, wenn der Mensch mit Gott leben würde. Und sie sagen, ich muss es tun, damit ich mit Gott lebe. Damit aber stellen wir alles auf den Kopf.
Und so sagt Paulus, das Gesetz des Mose kann es doch gar nicht tun, weil es geschwächt ist durch unser Fleisch. Nein, Gott muss ein anderes Gesetz geben. Und hier meint es Paulus mit Gänsefüßchen, nämlich das Gesetz seines Geistes, der lebendig macht, die Gesetzmäßigkeit, die es möglich macht, dass wir als schwache Menschen Gottes Willen tun können. Wir können es nicht von uns aus, denn wir sind geschwächt durch das Fleisch. Und wir können es nur durch den Geist. Sagen eure Frauen zu euch auch immer, wenn ihr predigt, bitte mach es klar, mach es anschaulich mit deutlichen Kontrasten. Die jeweilige Ermahnung, die neben dem Heiligen Geist von unseren Ehefrauen als Predigern immer wieder kommt. Paulus hat das beherrscht. Paulus konnte nämlich in klaren Kontrasten reden, sodass ich wusste, links, rechts, oben, unten, richtig, falsch, schwarz, weiß. Und so führt er uns hier das neue Sein des Christen vor in der Gegenüberstellung von Fleisch und Geist. Was meint er? Nun, Fleisch meint natürlich zuerst einmal der Körper, den wir haben. Das alles Fleisch ist alle Menschen. Freilich Menschen nicht nur in Hinsicht darauf, dass sie Menschen sind, Persönlichkeiten sind, Geschöpfe sind, sondern wenn der Mensch als Fleisch angesprochen wird, dann auch in Hinsicht auf seine Vergänglichkeit. Und so ist auch von dem Wort Gottes, das Mensch wurde, um für uns zu sterben, gesagt, das Wort wurde Fleisch, Johannes 1, Vers 14. Das heißt, er wurde ein sterblicher Mensch für uns. Gott hat das Unmögliche möglich gemacht. Er sandte seinen göttlichen Sohn, damit er uns gleichgestaltet ist in unserer Sterblichkeit. Leiblichkeit, Sterblichkeit, aber Fleisch hat noch, wie sagen die Schwaben, ein Geschmäckle. Das ist der Mensch nicht nur als Geschöpf, es ist er nicht nur als sterblicher Mensch, sondern Fleisch ist der Mensch in seiner Ich-Bezogenheit, ist er in seiner Egozentrik. Fleisch sind wir nach dem, was Adam und Eva im Paradies entschieden haben. Da hat die Schlange ihnen nämlich vorgezischelt, ihr könnt sein wie Gott, aber ohne Gott. Das ist das Prinzip des Fleisches. So zu sein wie Gott, aber ohne Gott. Ewiges Leben haben, aber ohne den Schöpfer. Zu wissen, was gut und böse ist, aber ohne die Abhängigkeit von Gott. Nicht im Wir zu leben, sondern im Ich. Alles zu erreichen, was man im Wir erreichen kann, aber ohne Gott. Das Fleisch will verheiratet sein ohne Ehefrau. Geht nicht? Richtig. Deshalb ist es auch immer Betrug, wenn die Schlange sagt, ihr könnt sein wie Gott, auch ohne Gott. Eva und Adam sagen anschließend, sie hat uns betrogen. Sie hat etwas versprochen, was sie gar nicht halten kann und hat uns etwas gegeben, was wir überhaupt nicht gesucht haben. Das ist der Betrug. Wir sagen ja gerne, Lügen haben kurze Beine. Hätten doch Adam und Eva den Spruch gekannt, dann hätten sie, als sie die Schlange gesehen haben mit ihren extrem kurzen Beinen, gleich Misstrauen bekommen müssen. Das Fleisch verspricht dir jeden Tag etwas und gibt dir das Gegenteil von dem, was es verspricht. Setz dich durch, sei trotzig, verzichte auf die Liebe, sei unbarmherzig, vergib nicht, klammere, halte fest und dann wird alles gut. Das Fleisch diktiert uns ständig als Gesetz der Sünde und des Todes das Gegenteil von dem, was uns gut tut. Und so heißt es hier, dass das Prinzip des Fleisches, der Selbstbezogenheit, der Ichhaftigkeit, schließlich immer lebensabträglich ist und zum Tod führt. Was ist dann der Geist? Der Geist ist natürlich einerseits Gottes Geist, aber es wird ja auch vom menschlichen Geist geredet. Wenn wir im Geist sind, wenn wir geistlich sind, dann unterliegen wir nicht diesem falschen Denken des Sündenfalls. Ich gegen alle, ich ohne Gott. Sondern dann erinnern wir uns daran, dass wir zum Wir geschaffen sind. Dass wir uns selbst erst finden können, wenn wir in Beziehung sind. Geistlich sein bedeutet in Beziehung sein. Leib sind wir in Hinsicht auf unser irdisch Sein und vergänglich Sein. Unsere Seele, das ist das, was uns in unserer Bedürftigkeit ausmacht. Meine Seele dürstet nach Gott. Geist sind wir und haben wir, insofern wir geschaffen sind fürs Du. Unser Geist ist die Kommunikationsstelle zu Gott und zu anderen Menschen. Das Prinzip des Wir. Und Paulus macht es ganz klar, was immer wir im Fleisch tun,
Das tun wir in Selbstbezogenheit, Ichhaftigkeit. Es macht uns anschließend hungriger und trauriger und einsamer, als wir vorher waren. Das Fleisch ist das Prinzip der Ichhaftigkeit. Das kannst du auch alleine. Dazu brauchst du keinen Menschen und keinen Gott. Und der Geist ist das Bewusstsein. Ich brauche das Wir, um mich zu entfalten und um befreit zu leben. Und so ist es mit unserem Sein im Fleisch so, dass wir vergänglich sind, einsam werden und dann am Schluss sterben werden in Einsamkeit, um niemals mehr Leben zu haben. Wenn wir aber im Geist sind, dann ist das Ziel Liebe, Leben und Friede. Shalom. Das sind die beiden Grundorientierungen unseres Seins. Was das Sein angeht, sollten alle Christen wissen, ich bin bereits in Christus. Das ist unser Sein. Aber jetzt fährt Paulus fort, indem er 5 folgende entfaltet und sagt, ganz so einfach ist es jetzt im Alltag nicht. Obwohl wir doch seit der Bekehrung, der Wiedergeburt, der Rechtfertigung und Erlösung, obwohl wir seit der Taufe Kinder Gottes sind, das ist unser Sein, wir sind adoptiert, wir sind adlig, müssen wir erst die Gesinnung lernen. Das heißt, Paulus differenziert hier und sagt, es gibt Sein, Gesinnung und dann Wandel, Verhalten und Benehmen. Ich erinnere euch nochmal an die Adoption. Stellt euch vor, ihr habt ein Adoptivkind, entweder weil es keine Eltern hat oder weil die Eltern es so misshandelt haben, dass man das Kind nicht bei den Eltern lassen musste. Das ist so bestimmt von seinem alten Sein, dass ja nicht am Tag der Adoption alles anders ist. De jure, juristisch, ist alles anders. Seinsmäßig ist alles anders. Aber ist es nicht selbstverständlich, wenn der neue Vater kommt und will dich streicheln, dass du zurückzuckst, weil du Angst hast, du wirst verschlagen? Ist es nicht so, dass diese Kinder nachts Albträume haben werden und dann die neuen Eltern kommen und müssen es trösten, das Licht anmachen und sagen, du musst keine Angst haben, das alte Sein ist vergangen, du hast ein neues Sein. Das heißt, wenn ich adoptiert werde und habe eine neue Beziehung, ein neues Sein, muss ich erst meine ganze Gesinnung ändern. Es muss meine Erinnerung geheilt werden, meine Gedanken, meine Ängste erlöst werden. Ich muss erst versöhnt werden, ich muss es erst denken lernen. Halt, ich bin nicht mehr der Alte, ich bin ein Neuer. Jetzt bin ich geliebt, jetzt bin ich geborgen, jetzt ist es zu meinem Heil. Insofern kann man sagen, dass wir im Glauben wachsen sollen. Nicht wachsen in der Leistung, sondern wachsen im Bewusstsein. Unser Glaube muss nicht größer werden, aber wir wachsen im Glauben, indem wir immer mehr erkennen, dass es um die Größe Gottes geht und seine Liebe. Wir müssen nicht stärker werden, sondern wir sollen wachsen in der Erkenntnis, dass es auf unsere Stärke gar nicht ankommt, dass er uns gerne seine Kraft, seine Gnade und seine Liebe schenkt. Und so sollten wir uns viel weniger auf unser Verhalten konzentrieren und viel mehr auf unser Sein und auf unsere Gesinnung, unser Trachten, unsere Intention. Das ist das, woran wir arbeiten können. Und wer sich selber kennt oder wer mit anderen in Seelsorge zu tun hat, der weiß, wie lange unser Sinn, unser Inneres, unsere Seele braucht, um zu heilen, um sich zu erneuern, um zu verabschieden. Weil so viele alte Impressionen, Eindrücke, Erfahrungen, Leiterfahrungen, Ängste da sind, die wollen alle bewusst bearbeitet werden. Paulus sagt in Philipper 2, Vers 5 zu Streitenden in der Gemeinde, seid so gesinnt, seid auf das aus, was in Christus Jesus ist. Und wir hören in Christus Jesus und es geht wieder das ganze Programm vor uns auf. Was in Christus Jesus ist, weil er es gelebt hat. Was in Christus Jesus möglich ist, weil er unser Herrscher ist. Was in Christus Jesus möglich ist, weil wir in Beziehung zu ihm leben.
Und dann beschreibt Paulus noch einmal den Weg Jesu Christi, wie er sich entäußert hat, wie er nicht an dem Seinen festhielt wie ein Raubtier an der Beute, wie er aus Liebe alles losgelassen und gegeben hat und beschämt uns in unserer Streitigkeit, in unserer mangelnden Vergebungsbereitschaft, in unserer Kleinherzigkeit. Das bedeutet, den Sinn zu entwickeln, den Sinn zu ändern. Und dann ist das Verhalten erst das Dritte. Sein, Gesinnung und Verhalten. Immer in der Abfolge erst das Sein, dann das Einüben des neuen Bewusstseins und daraus entspringt das neue Tun. Das Evangelium setzt also die Regel des Gesetzes gerade auf den Kopf. Im Gesetz muss ich erst tun und dann muss ich zeigen, dass ich eine gerechte Gesinnung habe. Und am Schluss werde ich dann als ein Gerechter von Wesen und Sein her beurteilt. Bei Christus kriege ich erst das Ergebnis geschenkt. Ich bin in Christus schon gerecht. Und zwar nicht, weil ich so gelebt habe, sondern weil Christus gerecht ist. Ich bin in Christus. Und würden wir heute noch tot umfallen oder einer von uns heute Abend schon vor Christus stehen, dann würde Gott deinen Namen rufen. Und dann würdest du zusammenfahren. Dann guckt er aber auf Jesus Christus, während er deinen Namen nennt. Und weil du ein aufrechter Charakter bist und heute Morgen erst im Gottesdienst warst, bist du so ehrlich, dich zu melden, zu sagen, halt, himmlischer Vater, hier bin ich. Ich bin dummerweise der Hans-Joachim Eckstein. Du schaust auf deinen Sohn Jesus Christus. Da kommst du natürlich zu einem anderen Ergebnis, aber ich muss gestehen, ich bin's. Und der Vater sagt, ich habe mit Absicht auf meinen Sohn geschaut. Denn ich sehe dich, Hans-Joachim, nicht ohne meinen Sohn. Bist du in Christus oder bist du nicht in Christus? Bist du auf ihn getauft oder nicht? Hast du dich zu ihm bekehrt oder nicht? Ist er dein Herr oder nicht? Dann ist seine Gerechtigkeit deine Gerechtigkeit. Seine Heiligkeit ist deine Heiligkeit. Ich schaue auf Christus und rechne dir sein Sein zu. Wir sind im Wir mit Christus. Und während Paulus hier gegenüberstellt, das Fleischlichsein und das Geistlichsein, die fleischliche Gesinnung, die zum Tod führt, die geistliche Gesinnung, die immer das Leben, den Frieden und die Liebe im Blick hat, sind die Römer etwas irritiert. Ja, was sind wir denn jetzt? Vers 9. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, da ja Gottes Geist in euch wohnt. Negativ formuliert, wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, und dann geht es weiter. Den Römern sagt es Paulus zu, glaubt ihr an Christus, seid ihr auf ihn getauft, dann seid ihr nicht fleischlich, sondern geistlich. Wir haben ein neues Sein. Warum? Weil doch Gottes Geist in uns wohnt. Was macht uns wertvoll? Zwei Dinge. Wertvoll macht uns, dass Gott uns vollkommen liebt, einschließlich all dessen, um dessen Willen sein Sohn sterben musste. Er liebt uns vollkommen. Nichts kann uns trennen von seiner Liebe, so mündet das Kapitel am Schluss hymnisch ein. Zweitens, was macht dich wertvoll? Dass Gottes Geist in dir wohnt. Dein Wert bestimmt sich nicht durch dein Verhalten. Dein Wert bestimmt sich nicht durch deine Gesinnung. Dein Wert bestimmt sich nicht durch das, was du auch ohne Gott sein könntest oder bist. Dein Wert bestimmt sich dadurch, dass er in dir wohnt. Manchmal haben wir das Vorrecht, wenn wir predigen oder wenn wir Bücher schreiben, dass wir so eine Rückmeldung bekommen, wie irgendein Text jemandem geholfen hat. Und bei einem Text hat es mich besonders berührt, weil ich über diesen Text mit Freunden diskutierte, ob man den überhaupt in ein Buch reinnehmen kann. Der wurde nämlich überschrieben mit dem Titel Die Flasche. Du hältst dich selbst für eine Flasche. Du seist ein für Gott unbrauchbarer und fürs Leben ungeschickter Mensch. Das ist freilich noch kein Grund, gleich zu verzweifeln. Denn der Wert einer Flasche wird ja nicht durch ihr äußeres Erscheinungsbild bestimmt,
sondern ausschließlich durch ihren Inhalt. Wenn du nun eine Flasche bist, in der Gott selbst wohnt, der allmächtige und herrliche Gott, dann bist du, Flasche hin oder her, ein unendlich wertvoller Mensch. Man kann das albern finden, darüber haben wir auch diskutiert. Ich habe gesagt, ich lasse es mal drin. Irgendeinem mag es helfen. Und dann bekam ich eine mich tief bewegende Rückmeldung. Eine junge Frau hatte Schlimmes erlebt in ihrer Kindheit und Jugend. Und sie war in dem Nicht-Bewältigen-Können all dieser christlichen Erfahrungen dann magersüchtig geworden. Und das war so weit, dass ihr Wille es nicht mehr retten konnte. Und wir wissen alle, dass es Krankheiten gibt, die eine Eigendynamik entwickeln. Und dann sind hilfreiche Worte von irgendeinem Mitchristen oder Appelle an jemanden, reiß dich zusammen, du packst das schon, die verrauchen, die sind hilflos, weil dieser Mensch nicht mehr frei ist über sein Leben, weder sein Sein noch seine Gesinnung noch sein Verhalten. Das können auch ganz andere Dinge sein. Und von dieser jungen Frau hörte ich, sie hat diesen Text gelesen und plötzlich stößt es ein Fenster auf und sie sagt, ich bin wertvoll. Was immer meine Eltern mir vorenthalten haben, wie immer der Vater, der sich von der Familie entfernt hat, weil er mit seiner Sekretärin durchgebrannt ist, uns alle verraten hat, was immer ich nicht bekommen habe, für Gott bin ich wertvoll. Und wenn Christus in mir ist, dann bin ich ein unendlich wertvoller Mensch. Wir wissen, wie lange es dauern kann, bis ein Mensch, der depressiv ist, der magersüchtig ist, der sonst irgendwelche schlimmen Probleme hat infolge dessen, was ihm an Liebe vorenthalten wurde, bis er vollends nach sein Gesinnung und Verhalten geheilt ist. Aber ist es nicht wunderschön, wenn ein Mensch plötzlich das Fenster aufgestoßen bekommt und es Licht wird und er ist nicht mehr in einem Raum ohne Türen und Fenster und verzweifelt, sondern er hat Hoffnung. Christus lebt in mir. Nun steht hier, Gottes Geist wohnt in euch. Wer ist denn Gottes Geist? Man kann neuzeitlich zur Irritation hören, dass das Reden von Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist nicht alt ist, nicht in der Bibel steht, sondern erst von den Kirchenvätern im 3. und 4. Jahrhundert erfunden wurde. Die Trinitätslehre hätte nichts mit dem Neuen Testament zu tun. Ich weiß nicht, wie die Kollegen, das sind nämlich oft Theologen, wann die das letzte Mal das Neue Testament gelesen haben, es muss vor ihrer Kindertaufe gewesen sein, denn wenn man das Neue Testament liest, kommt man zu einem ganz anderen Ergebnis. Nein, gerade Paulus und das Johannesevangelium reden in einzigartiger, personhafter Weise von Gott, dem Vater. Und eben Paulus als der älteste Verfasser biblischer Schrift, also neutestamentischer Schriften, er redet selbstverständlich von Jesus Christus als dem ewigen, präexistenten Sohn Gottes, dem Schöpfungsmittler, der als Gottes Sohn Mensch wurde, Fleisch wurde und nicht etwa geboren wurde als Jesus von Nazareth, der Mensch aus dem Nichts heraus. Und im Neuen Testament selbstverständlich wird vom Geist geredet. Aber wie verhält sich das? Nun, der Heilige Geist ist nicht ein dritter Gott. Das ist das eine Missverständnis, als hätten wir drei Götter im Himmel. Wir haben hier nur einen Gott. Vater, Sohn, Heiliger Geist in einem. Der Heilige Geist ist aber auch nicht, was heute oft missverstanden wird, quasi so eine Flüssigkeit voller Energie, oder ein Gas oder ein Akku, den ich praktisch als begeisterter Mensch bekomme und dann kann ich wie Adam und Eva ohne Gott weiterlaufen, nämlich mit Gottes Kraft. Der Heilige Geist wird mir nicht gegeben, damit ich von Gott weglaufe, sondern was ist der Heilige Geist? Der Heilige Geist ist die wirksame Gestalt der Gegenwart Gottes in der Gemeinde, also hier, und in den Gläubigen, also in dir und mir, die wirksame Gestalt der Gegenwart. Das heißt, in Gestalt des Heiligen Geistes ist Gott selbst in mir, lebt Christus in mir. Und so wie im Evangelium des Johannes Jesus sagt, mein ganzes Geheimnis ist, dass der Vater in mir ist und ich im Vater. Und alles, was ich sage, sage nicht ich, sondern der Vater durch mich. Und alles, was ich tue, tue nicht ich, sondern der Vater durch mich. So gilt nun für uns als Christen, dass nicht als der irdische Jesus, aber im Geist Jesus Christus in uns lebt, sodass Christsein bedeutet, ich bin in Christus
und Christus ist in mir. So wie der Vater im Sohn und der Sohn im Vater. Die beiden sind nicht zu trennen, das ist ein Wir. Wie viel würden wir erleben, wenn wir verstehen würden, dass Christsein nicht bedeutet, dass wir aus eigener Kraft und Dankbarkeit Stellvertreter Jesu Christi sind in seiner Abwesenheit. Wie viel Schmerz und Frustration würden wir uns ersparen, wenn wir nicht meinen würden, Christsein bedeutet, aus eigener Kraft für Gott zu leben, sondern wenn wir von Jesus lernen würden, im Johannesevangelium wie bei Paulus im Römerbrief Kapitel 8. Christ bin ich, weil Christus in seinem Geist in mir lebt. Das macht mein Christsein aus. Das wird mir dann auch zur Gesinnung und das drückt sich im Verhalten aus. Gott erwartet in seiner Liebe nichts von dir, was er in seiner Gnade nicht selbst durch dich wirkt. Christsein heißt nicht Leben für Christus. Was soll er denn während der Zeit tun? Sondern Christsein heißt Christus in mir leben lassen. Das ist das Gegenmodell zum Fleisch im Sündenfall des Paradieses. Und während die Schlange im Paradies noch Adam und Eva sagte, ihr sollt sein wie Gott, aber ohne Gott, und versuchte sie unfromm zu machen, so stellt die Schlange sofort um im Augenblick deiner Bekehrung. Dann kommt das Prinzip des Fleisches nämlich ganz fromm daher. Du musst doch für Christus leben. Lies mal die Bergpredigt, das musst du von dir aus tun. Und Christus sitzt im Himmel und erwartet das jetzt. Du musst deine Familie bekehren und du musst alle retten durch deine Vollmacht. Das ist deine Verantwortung. Und Menschen werden ganz verzagt in der Überforderung. Ich habe euch eine gute Nachricht heute Morgen. Du bist nicht Christus. Und wir sollen es gar nicht sein. Christsein bedeutet, dass Christus in mir lebt. Und damit die zusammenfassenden Verse 10 und 11. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Hier hat jetzt Luther so übersetzt, dass ihr auf die falsche Spur kommt. Hier steht nämlich wahrscheinlich in den meisten Übersetzungen, so ist der Leib zwar tot um eurer Sünde willen. Aber hier steht nicht zwar, sondern das ist zum Evangelium gehörig. Unser Todesleib, unser Sündenleib, unsere fleischliche Existenz, sie ist gestorben, sie ist tot. Und zwar in Hinsicht auf die Sünde. Paulus nimmt das Bekenntnis von Römer 4, 25 auf, dass nämlich Christus dahingegeben ist mit seinem ganzen Leben um unserer Übertretungen willen, damit sie tot sind. Und er ist auferweckt worden unserer Rechtfertigung willen. Das heißt, Vers 10 ist doppelt positiv. Ich bin tot gegenüber der Sünde und ich bin lebendig um der Gerechtigkeit willen durch den Geist. Und jetzt für alle, die schon eingeschlafen sind, kurzes Aufwachen, es lohnt sich nochmal, Vers 11. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Wovon ist in Vers 11 die Rede? Antwort, Stereotyp, vom jüngsten Tag, von der Auferstehung der Toten am Ende der Tage. Nein, das ewige Leben beginnt nicht erst, wenn du gestorben bist. Das ewige Leben beginnt nicht erst, wenn Christus wiederkommt. Und die allgemeine Totenauferstehung ist die leibliche Auferstehung. Wann wohnt denn der Geist in dir? Doch nicht, wenn du beerdigt bist. Nicht, der Geist lebt nicht auf dem Friedhof. Der Geist wohnt jetzt in dir. Das ewige Leben beginnt jetzt, indem Christus durch uns leben kann. Leugne ich damit die leibliche Auferstehung am jüngsten Tag? Überhaupt nicht. Aber davon redet Paulus erst ab Vers 18. Hier redet er von den Töchtern und Söhnen Gottes und ihrem neuen Sein. Wir sind ein neues Sein, wir haben es, wir sind neue Kreatur. Nicht du, nicht ich, ausschließlich Christus. Aber sind wir in Christus und er in uns, sind wir eine Einheit, die nicht einmal Gott mehr trennt, dann kann uns nichts trennen von seiner Liebe. Er mündet ein in der Aussage, wenn das alles stimmt, dann sind wir wörtlich übersetzt mehr als Sieger. Wenn ich das richtig mitgekriegt habe, waren wir als Deutsche bei der Fußball-Weltmeisterschaft nicht mehr als Sieger, sondern irgendetwas anderes.
In Christus aber sind wir mehr als Sieger. Ich weiß nicht, wie man noch besser sein kann als den ersten Platz. Er ist der Sohn Gottes. Er hebt uns mit sich auf den Siegeswagen. In ihm haben wir schon gewonnen. Und du zuckst zusammen und denkst an deine Lieblingssünden, die nächste Woche wieder bei dir anklopfen. Du hörst schon das Zicheln der Schlange, wie sie wieder mit Depressionen kommt, mit Neid kommt, mit all dem anderen kommt, das fleischlich ist. Achtung, wir reden vom Sein. Das Sein hast du, von dem trennt dich nichts. Denn das Sein, das du hast, gründet in Gottes Liebe, in seiner Erwählung, in seiner Berufung. Immer werden wir, solange wir leben, mit Gesinnung und Verhalten hinterherhinken. Aber ist es nicht wunderschön, dass wir das Ziel in Christus schon erreicht haben? Er ist schon gekreuzigt und auferstanden. Und damit wir es auch erreichen, lässt er uns auf der Ziellinie starten. Das ist ein faires Angebot, oder? Du darfst auf der Ziellinie starten. Und dann renn mal los. Und dann wollen wir gucken, ob du ankommst. Hier vorne grinsen sie schon, weil sie sagen, da kannst du ja einen mehr verlieren. Das ist das Evangelium. Wir können nicht verlieren, denn es gibt nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Liebe Töchter und Söhne Gottes, liebe Kronprinzessinnen und Kronprinzen, liebe kleinen Schwestern und kleine Brüder Jesu, die er immer bleibt, er ist unser großer Bruder. Ihm wollen wir nachfolgen. Und wenn du ihm, deinem großen Bruder, nachfolgst, dann wirst du dich selbst überholen. Amen. Sehr gerne wollen wir beten. Herr Jesus Christus, wir können es nicht glauben vor Freude, dass wir in dir bereits alles haben. Vergebung, Rechtfertigung, Versöhnung, ja Weisheit, Heiligung, alles. Wir können es nicht glauben, dass du uns liebst, obwohl wir doch uns so schwer tun in unserem Leben, als Menschen, die Fleisch sind, vergänglich, eigensinnig, ichbezogen. Aber du hast uns so sehr geliebt, dass du für uns alle auf die Welt gekommen bist. Und hast uns diese Liebe nicht nur glaubhaft verkündigt, du hast sie gelebt, bis zum Tode am Kreuz. All unsere Sünden hast du getragen. All unseren Tod hast du auf dich genommen. Und nun dürfen wir in dir, durch deine Stellvertretung, in deinem Herrschaftsbereich, in der Beziehung zu dir, dürfen wir frei sein, im Frieden leben, lebendig sein und deine Liebe genießen. Was immer wir in der letzten Woche wieder Falsches gedacht haben, an falscher Gesinnung hatte, an falschem Verhalten, du hast uns in deiner Liebe schon längst eingeholt, denn du bist für all das schon vor 2000 Jahren gestorben. Jesus Christus, wenn das stimmt, dass du uns so sehr liebst, und wenn es stimmt, dass du in deinem Geist jetzt in uns wohnst, ganz lebendig und wirklich, dann ist unser Leben plötzlich wertvoll. Dann sehen all die Probleme so viel kleiner aus, die uns noch eben belastet haben. Dann gibt es eine völlig neue Perspektive, wenn es stimmt, dass wir auf dich zuleben, dass wir auf die Erfüllung unserer Hoffnung zuleben, dich endlich zu sehen, befreit zu sein von aller Sterblichkeit, deine Liebe vollkommen zu erleben, dann ändert das alles an unserem Leben. Und so bitten wir dich herzlich, dass du uns, nachdem du uns das Sein in dir geschenkt hast, nun auch eine neue Gesinnung schenkst, uns lernen lässt, erkennen lässt. Nicht damit wir mehr brauchen und mehr haben, sondern dass wir endlich verstehen, was wir seit der Stunde unseres zum Glauben kommens, unserer Taufe in dir bereits haben. Und Herr, dann lass uns doch auch in unserem ganzen Leben Frucht des Geistes bringen. Nicht mehr mit uns beschäftigt sein, sondern mit deinem Herzen, deinem Anliegen und deinem Blick auf die Welt und auf die anderen Menschen. Wir können es nicht glauben, dass wir in dir ganz gerecht sind, Herr. Aber umso mehr
wollen wir es lernen und als Gerechtfertigte die Frucht bringen, die schon dein Gesetz beschrieben hat, als es sagte, dich sollen wir lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all unserer Kraft und all unserer Vernunft und allem, was wir haben. Herr, wir können Liebe nicht produzieren, aber wir dürfen sie reflektieren. Deine Liebe, die du uns ins Herz geschüttet hast. Amen.